So, Della, einen wunderschönen guten Morgen. Sollen wir ganz kurz das Live auf TikTok starten? Dann sind wir am Start und dann machen wir mal ganz kurz hier die ganzen Vote Keys auf, die Vote Boxen, ha? Was sagen wir davon? So, kurz hier Games, Minecraft und live starten. Sind wir jetzt bei TikTok auch live? So, für mich ein bisschen die Lautstärke runterregeln. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, mein Mikrofon ein bisschen runterregeln. Und dann schauen wir mal hier bei euch die Musik. Ah, ist doch noch ziemlich laut. So. Und ich muss noch ganz kurz bei TikTok. Ah, Mensch, das ist so ein Rotz mit dem TikTok Live Studio, dass ich jedes Mal die Audios neu einbinden muss. Der findet nämlich die Audiospur von Minecraft und von Spotify nicht mehr wieder. Obwohl sich da, ja, es ändert sich der Titel vom Lied, ja. Aber ich gebe ja nicht bei Spotify den Titel an, sondern einfach nur die Spotify.exe. Aber dennoch mault da rum. So, bei TikTok müsste jetzt auch die Musik im Hintergrund zu hören sein. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Jetzt fügen wir noch ganz kurz das Audio von Java hinzu und auch dabei. Gut, dann können wir jetzt mal reinstarten. Jetzt machen wir mal hier die Voteboxen auf. Ah, dann machen wir erstmal die Köpfe auf hier. Dann gucken wir mal, was da so dabei ist. Gut, Übertragung läuft. Okay, ich habe eine Alfalfa-Locke. Und was kriegen wir? Ein Yoshi. Ein Yoshi. Dann gucken wir mal. Was kommt als nächstes raus? Nämlich jeweils zwei Keys. Weil wir haben gestern gewotet, aber vergessen aufzumachen. Ja, es ist eine Prinzessin Peach dabei, ein Wario, ein Bowser, ein Luigi, eine Röhre, ein Piranha-Fisch, eine Bombe. Oh, wir haben ein Luigi. Nice. Komm, ab ins Inventar. Und dann machen wir noch die normale Wortbox auf. Mal gucken, ob wir vielleicht einen epischen Schlüssel bekommen. Also, ein OP-Bogen wäre auch schon was Nices. Das Inventar haben wir schon vorbereitet. Jo, ein epischer Schlüssel. Cool. Ja, dann steht hier gleich eine 1. Nice. Und dann machen wir nochmal auf. Mal gucken. Sonst, wie geht's euch so? Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Tag, beziehungsweise eine schöne Woche bis jetzt. Ah, okay, hier war jetzt kein Vote Key dabei, kein epischer. Aber XP können wir gebrauchen. Oh, Girlanden. Ja, die kann ich nicht brauchen. So. Bum, 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 bum. Dann haben wir das erledigt. Da machen wir noch die epische auf, oder? Also drückt damit die Daumen für den Bogen, ha? Oder für viel Knete. Okay, der Bogen ist nicht dabei, aber ein Haufen von diesen komischen Truhen, die ich nicht haben will. Ich will den Emerald. Bin nur mit dem Emerald zufrieden. Boah, gut. Aber wieder Pech gehabt. Ah, Mensch. So, dann. Okay, mein Inventar ist voll. Ganz kurz hier Ender Chest machen. Dann kriege ich noch das und das rein. Und ach so.
Gut, die Deko-Kiste brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich habe nicht den Baustil dafür. Kann bestimmt einer gebrauchen. Und die Girlanden brauchen wir auch nicht. Girlanden, ja. So, dann machen wir wieder zweimal Stone zurück. Die Köpfe, die kommen bestimmt auf One Block versagen. Und dann schön Slash OB Border. Dass ich die jedes Mal neu ausschalten muss, finde ich schon ein bisschen kacke. Okay, hier drum kümmern wir uns noch. Halt schnell die Köpfe weg. Sagen wir so. Die drei haben wir jetzt schon. Die Warp-Röhre, ein Luigi und ein Yoshi. Das ist der Lieblingscharakter meiner Frau. Bei Super Mario. Meine Güte. Brainlag. Vom Feinsten. Sagen wir nochmal die Ender Chest auf. Und ja, dann machen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Slash OB Fly. Und dann bauen wir weiter an unserer Insel hier unten, die wir dann noch aushöhlen müssen. Guten Morgen, Wischer. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Okay, ich habe keine Pfeile dabei. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag gestern. So. Dum, 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 dum. Böge, Pfeile haben wir hier hinten irgendwo drin. Weil hier hinten haben wir noch unsere Sauereikisten. Etwas könnte mehr. Ja, Schlaf ist irgendwie immer zu wenig. Okay, machen wir das schnell so. Hopp. So. Also, jetzt haben wir den Bogen dabei. Dann können wir uns nachher unten ein bisschen verteidigen. Was der Monster-Spawn angeht. Aber es könnte immer ein bisschen mehr sein. So geht es mir auch. Aber gestern bin ich mit Schädelweh ins Bett gegangen. Und ja. So, komm. Creepy. Und jetzt bist du auch Geschichte. So, ganz kurz. EV. Okay, schade. Aber ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Lass dich nicht ärgern. Und wir sehen bzw. hören uns, ha? Schön, dass du hier warst, auch wenn es nur kurz war. Ja, komm schon, du doofe Spinne. Bitte, bitte. So, dann. Ja, vielen lieben Dank für dein Handherz. Vielen lieben Dank. Toll, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ja. Ja. Der Enderman kriegt Schaden, das ist gut. Also, dann gehen wir mal schnell hier repairen, ha? So, up. Muss ja nicht schön sein, muss nur zu sein. So, also dann machen wir weiter wie gestern, diese Insel hier zu vergrößern. Dass die dann irgendwann mal hier oben frisst. Und da wird alles drin integriert. Ja, Julian, das wird meine Insel. Das wird die Insel, die das hier alles auffressen wird. Da wird dann alles unterirdisch sein. Da werden unterirdisch so Art Gehege sein für ein paar Tiere. Die Farmen werde ich dann unterirdisch haben. Und ja. Und da sind wir jetzt halt eine Weile beschäftigt hiermit. Guten Morgen, Kater. Alles fit? Schön, dass du wieder dabei bist. Ah, jo. So, aber da. Jetzt heißt es, die Insel ein bisschen vergrößern. Die ist ein bisschen klein.
Und da machen wir dann nachher gleich nochmal jeweils nochmal zwei Blöcke außen hin. Die machen wir jetzt ein paar Etagen größer. Und Fackeln sollten wir auch noch hier unten kurz ins Inf nehmen. Und die auch noch hier schnell verteilen. Das ist aber so. So. Und hier nochmal Fackels aufbauen. Weil die Viecher nerven. Immer schön auf den innersten Block. So, aber schön, dass du da bist, Julian. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag gestern und ich hoffe, du hast gut geschlafen. So. Nicht dahin, dahin wollte ich sagen. Alles gut, die ist weg. Na, erledigt. So, dann machen wir mal weiter hier. Sind wir nämlich eine Weile beschäftigt, die Insel. Wird nämlich so unser Mammutprojekt hier. Und der Innenausbau wird dann interessant. Oh, die Bonnie ist auch da. Guten Morgen, ihr beiden. Beisen, ja, beiden. Jetzt bin ich zu blöd zum Schreiben. So. Aber ich war heute Morgen hier der Erste auf dem Server. So. Dann, dum, 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 dum. Gut, dann können wir nachher nochmal gucken, ob das mit dem Gewinnspiel nachher nochmal funktioniert, ob jetzt sich mein Stream Deck endlich mal eingekriegt hat. Supi, guten Morgen. Also von ausgeschlafen kann man nicht reden. Ich bin gestern um 10. Oder ne, um 11 bin ich ins Bett, aber ich musste gestern früher von der Arbeit weg. Ich habe gestern eine Migräneattacke bekommen. Dementsprechend, ja. Aber ich konnte jetzt mal meine 7 Stunden schlafen, aber weit weg von ausgeschlafen. Ich bin ein chronischer Langschläfer. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Und ihr? Ich hoffe, ihr habt ausgeschlafen. Also ich weiß gar nicht, Kater, bist du hier jetzt im Stream oder bist du gerade nur in Minecraft unterwegs? Damit ich da Bescheid weiß. Dann schreibe ich dir nämlich nochmal in Minecraft, wenn jetzt keine Antwort kommt. So, wie hast du geschlafen, Supi? Und Flusi hat's hergeschafft. Hallihallo, Bonnie. Boah. Ich hoffe, ihr hattet gestern noch einen schönen Tag. So. So. Und die Insel nimmt langsam Form. Und wenn wir jetzt rundrum sind, machen wir hier nochmal außen so zwei Blöcke außen dran. Du hast ganz gut geschlafen. Ja, nice, das ist schön. Jetzt hoffen wir mal, ich habe mich jetzt gestern Abend noch, habe mir dann dementsprechend meine Migräne-Tabletten, Tabletten, mein Migräne-Spray reingepfiffen. Heute Morgen bin ich auch schon wieder mit Kopfschmerzen aufgewacht, aber die habe ich jetzt gerade mit Kopfschmerztabletten im Griff. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass sie wegbleiben oder nicht mehr wiederkommen. Und dann geht es heute Nachmittag wieder zur Arbeit. Ja, ich werde es überleben. Aber danke dir. So.
Da müssen wir hier nochmal Flenser reinziehen. Dass hier nochmal ein bisschen größer wird. So. Und jetzt haben wir heute, ja, schon wieder Mittwoch. Immer Wahnsinn. Die Spätschichtwoche, die fliegt immer weg. Und die Frühschichtwoche, die geht gefühlt ewig. Da habe ich das Gefühl, dass die nicht rumgehen will. So. Oh je, du müsstest eigentlich zum Arzt. Auto freikratzen. Ja, es ist eiskalt da draußen. Ich weiß gerade gar nicht, wie kalt es ist. Aber bei uns hat es auch wieder geschneit. Es ist alles leicht weiß da draußen. Ich muss mal die zweite Cam einbinden, dann kann ich die immer mal wieder rausschwenken und wieder ausblenden. Minus 12 bei euch. Okay. Nee, ich kann es jetzt aktuell gar nicht sagen. Ich müsste jetzt online schauen. Jetzt unten versäumt auf die Wetterstation zu schauen. So, wie du siehst, ich achte jetzt hier gerade gar nicht mehr auf Symmetrie. Ich schaue, dass ich hier gerade einfach nur grob ein bisschen größer baue. Das war ein Eck, dass ich das wieder rausbekomme. Aber jetzt bin ich schon dabei, jetzt geht es einfacher. Und sollen wir nochmal einen breiter gehen oder? Nee, wir gehen jetzt wieder in die Höhe. Weil wir haben ja noch ein bisschen, bis wir nach oben sind. Ich möchte ja bis über, also bis ungefähr auf Höhe von meiner Monsterfarm kommen. Finale Höhe. Das werden wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr fertig bekommen. Und ja, da wird halt mehr und mehr die ganze Insel verschluckt. Und die Sachen werden dann in die Insel reinwandern. Wir werden dann innen drin die ganzen Farmen, wenn wir Farmen haben, neu aufbauen. Eigentlich kann ich das auch gleich so machen. Ich glaube, sie sind immer ein bisschen schneller unterwegs. Hüpsa. Wie wenn wir jede Runde einzeln fliegen, oder? So. Dann machen wir das so, ha? Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich dann nachher wieder die Minions anschmeißen. Weil ich habe das Gefühl. Dass das dann gleich knapp wird mit den Steinen hier. Wir das direkt so machen, also direkt so, weil ich habe das gestern, das war ein bisschen unschlau, das Runde für Runde einen höher zu ziehen. Aber ja, man muss selber auf die Idee kommen, man muss selber drauf kommen, dass es so vielleicht schneller geht. Ja, was habt ihr denn gestern noch so getrieben? Und ich hoffe, dein Rücken wird langsam mal besser.
Supi. Bei mir kam gestern mein Arbeitskollege wieder, ne, vorgestern sogar schon, der kam aus Polen zurück. Er war ja zu Hause in Polen und er hat mir noch Kopfschmerztabletten mitgebracht, die ich jetzt am Testen bin. Bin ich mal gespannt, ob das was bringt, weil die sind hier nämlich, die wären nämlich hier verschreibungspflichtig, die, wo er mir mitgebracht hat. Und jetzt mal gucken. Bis jetzt wirken sie. Aber die gehen jetzt hier gerade echt weg wie warme Semmeln, die Steine. Dann machen wir mal weg hier. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben hier, dass ich das ein bisschen zügiger hinkriege. Ja, das glaube ich dir. Meine Frau macht sich jetzt, will jetzt auch einen Termin machen für ein MRT, weil sie ja auch Rückenschmerzen hat. Und wir die Befürchtung haben, dass sie einen weiteren Bandscheibenvorfall hat. Und sie will sich jetzt am, oder sie hat jetzt am 20. einen Termin gemacht. Jetzt habe ich es doch noch eins zu niedrig gemacht, ich Intelligenzbestie. Hast du noch ein paar Arbeitsjahre vor dir, das stimmt, ja. Vielleicht wird es dann Zeit, dass der Arbeitgeber ein bisschen unterstützt. Wie jetzt in Form von, keine Ahnung, Hebehilfen. Ich glaube, musst ziemlich viele Patienten von links nach rechts wuchten oder so. Und da wären vielleicht Hebehilfen ganz sinnvoll. Oder keine Ahnung, vom Arbeitgeber wird regelmäßig so ein Rückentraining bezahlt, wo du deine Rückenmuskulatur nochmal stärken kannst, damit auch seltener so ein Bandscheibenvorfall auftaucht oder keine Ahnung. Was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, das größte Problem ist halt, dass du ziemlich viele Patienten wahrscheinlich, ziemlich viele Patienten einfach so rumwuchten musst. Und die sind halt auch nicht immer die leichtesten. So. Lassen wir einfach dran. So. So, wenn musiktechnisch irgendwas läuft, was euch stört oder was komisch klingt oder so, worauf ihr gar keinen Bock habt, dürft ihr auch gerne schreiben. Ihr könnt einfach Skip reinschreiben oder so, dann tun wir einfach mal das Lied skippen zwischendrin. Die Playlist ist ganz geil, aber es ist halt das ein oder andere komische Lied dabei. Also wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall offen für Wechsel, wenn es mal so ist, gell? Okay, jetzt sind wir unterm Lager. Das sieht mal ganz gut aus, als könnte die Insel das Lager mitfressen, ja. Na, das ist leider Gottes oftmals so. So geht es auch in vielen, vielen Krankenhäusern zu, aber ja, das ist echt traurig. Dass einfach nur noch auf die Zahlen geachtet werden. Zahlen, Bilanzen, Profit. Aber wenn dann halt der Mitarbeiter kaputt ist, ist halt auch schwierig. Dann stimmen die Zahlen halt auch nicht mehr so.
Aber so kann es halt auch nicht. Ja, es ist immer wieder Kacke, sowas zu. Wenn man sowas am eigenen Leib erfährt. Oh yeah. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass es gerade so Pflegekräfte einfach viel, viel zu wenig verdienen, viel zu schlecht behandelt sind dafür, dass sie eigentlich sehr, sehr viel für unsere Gesellschaft tun. Ohne uns werden unsere Alten und Pflegebedürftigen ganz schön gelackmeiert. Ohne euch, sorry. Ich weiß, ihr kriegt den Satz selber oft zu hören, also dass so nach dem Motto, also ich könnte es nicht, also wie gesagt, ich wüsste nicht mal, ob ich meine eigene Mutter pflegen könnte. Auch wenn sich das jetzt hart anhört. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich müsste darüber rausfinden. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Deswegen auf jeden Fall Hut ab vor euch und eurem Berufsstand, für dem, was ihr für unsere Gesellschaft tut. Und für unsere alten Leute, pflegebedürftigen Leute. Okay, das mit dem 3 hochbauen muss ich noch üben. Das stimmt, das ist halt auch noch, ja. Klar, du hast laufende Kosten, du musst das Gebäude bezahlen, du musst Strom bezahlen und so weiter. Und Lohnnebenkosten und so weiter, aber das ist. Ja, wie gesagt, da bleibt wahrscheinlich sehr viel bei anderen auf dem Konto hängen. Das ist wie damals, als ich als Leiharbeiter angefangen habe, bei meiner jetzigen Firma. Als ich rausgefunden habe oder rausgekriegt habe, was die meiner Leiharbeitsfirma bezahlen und was meine Leiharbeitsfirma mir überweist. Da habe ich auch schlucken müssen. Weil die einzige, wo dabei gewinnt, ist die Leihfirma. Und ein bisschen der neue potenzielle neue Arbeitgeber, weil er dadurch einen neuen Mitarbeiter hat. Aber so ist es zum Beispiel auch bei Krankenhäusern zum Beispiel. So viele Krankenhäuser, die machen einfach nur, die haben einfach nur noch Augen für die Zahlen. Einfach nur, so. Der muss so günstig wie möglich, so schnell wie möglich behandelt werden, damit er schnell wieder raus kann, damit wir wieder neue reinbekommen können. Ja, das stimmt. Die haben alle nur Dollarzeichen in den Augen. Und es ist mir bewusst, ohne Geld geht heutzutage nichts mehr. Früher, also ganz früher konntest du ja noch ein bisschen handeln. Wo es jetzt noch Bauern gab oder so, da könnte man noch ein bisschen mit Naturalien in Form von Lebensmitteln oder sowas zahlen. Aber heutzutage geht ja gar nichts mehr ohne Geld. Gut, das nimmt jetzt einen komischen Drive. Ich habe gerade ein bisschen Blödsinn erzählt. Meine Güte. Nee, es ist halt, ja. Die Gesellschaft schaut nur noch aufs Geld und es kann nie genug sein. Das ist das Problem. Das ist traurig, wo unsere Gesellschaft heute schon wieder jetzt schon angekommen ist.
Aber die Frage ist, wie kriegt man das wieder hin, dass es wieder mehr auf Menschlichkeit zurückgeht und nicht mehr auf Profit? Dass wieder die Menschlichkeit und die Würde des Menschen wieder im Mittelpunkt steht und nicht mehr, wie mal verdiene ich mir am schnellsten die goldene Nase, wie kann ich mir am schnellsten die Poperze vergolden? Das ist die Frage. Vielleicht muss Suppi ja einfach einen eigenen Pflegedienst gründen. Hallo? Oh ja. So, ich wollte nochmal Bescheid sagen. Morgen wird der Stream ausfallen. Bei TikTok und bei Twitch, da meine Frau ja im Homeoffice ist. Auf Freitag habe ich vor, wieder regulär zu streamen. Und am Samstag wird es den Spezial-TikTok-Stream geben. Da muss ich mich dann morgen mal damit auseinandersetzen. Die ganzen neuen Sachen einfügen. Supi, was wäre jetzt zum Beispiel ein Befehl, den du, was wäre gerne etwas, was du der Meinung bist, das darf nicht fehlen, wenn ich dann die neuen Sachen einrichte? Also jetzt nicht so die klassischen Mobs, sondern halt wirklich Sachen, wo du mich auch wirklich mit ärgern kannst, wo du zum Beispiel sagen, okay, Metall, keine Ahnung, wir. Oh, was könnte man da machen? Ah, das ist, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und Twitch Just Dance, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Gigi, ist gut. Das freut mich zu hören. Das ist immer schön. Weil ich hinterlege ja für die ganzen TikTok-Geschenke, hinterlege ich ja Befehle, die ausgeführt werden sollen. Ich baue eine XXL-Insel hier in One Block. Aktuell haben wir hier oben noch die normale, die Ursprungsinsel. Aber das wird dann später alles auf diese Insel kommen. Es wird so eine fliegende Insel werden. Schnell Tag. Genau, die wird noch breiter, noch ein bisschen höher. Und genau. So. Oh ja. Also, keine Ahnung, weil die ganzen Viecher, die hier ja gespawnt werden, die dann ja gespawnt werden können, die werden ja durch einen Minecraft-Befehl gespawnt. Zum Beispiel durch Summon Zombie, keine Ahnung, mit dem und dem Health. Und da muss ich noch ein paar Befehle hinzufügen. Ich spiele, das ist ein, also die eine oder andere Mod ist hier drauf, ja, aber das ist ein Community-Server, das ist ein öffentlicher Server. Und es sind nur kleinere Mods, die jetzt Verschönerungen bringen. Oder als halt clientseitige Mods.
jetzt zum Beispiel die Beleuchtung hier ändern. Ich könnte zum Beispiel einfach mal kurz hingehen und sagen, komm, mich nervt es mit dem Schatten hier jetzt ziemlich doll. Nur Grafikeinstellungen, Shader raus. Genau. Ja, das Schwert ist mega. Also so nach dem Motto, ihr könnt zum Beispiel, mir würde zum Beispiel einfallen, den Befehl, wenn man keine Ahnung, das teuerste Item bei TikTok mit dem Befehl belegen, kill the blend. Sprich, jemanden, dem es das wert ist, der kann einfach kill the blend damit auslösen, da werd ich instant getötet. Das sind dann halt meine EPs weg und dann kann man halt noch festlegen, ob zum Beispiel das Inventar vorhanden bleibt. Oder man tut auf, keine Ahnung, auf die. Keine Ahnung, da gibt es so einen Hund, wie heißen die nochmal? Auf so einen Hund, so einen Beagle-Hund. Sagen, okay, wenn man den nimmt, dann wird meine Hotbar hier unten gecleared. Alles, was in der Hotbar ist, ist weg, muss ich mir dann nochmal neu beschaffen oder so. Oder von euch neu beschafft werden, neu rangebracht werden. Was hältst du von sowas? Ah, vielen, vielen lieben Dank, Supi. Das war echt süß gestern. Ich habe mich echt mega drüber gefreut. Aber ich war hier ziemlich in den Bau hier auch konzentriert. Den ganzen Tag dann, da bin ich das ein bisschen arg untergegangen. Und mit der Wither Farm. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mir nochmal Blas Peitsche nochmal neu beschafft hast. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Liebe Zuschauer, das ist das, warum ich hier so gern auf diesem Server spiele. Die Community hier ist einfach Gold wert. Also ich habe noch nie so eine geile Community gesehen. Und ich liebe euch alle, ohne Witz. Also um die anderen Sachen ist zwar auch schade, aber das Schwert ist halt hier auf One Block einfach das Sinnvollste. Weil die Picke von Marv, du hast dir ruckzuck den Boden unter dem Arsch weggegraben und dann gibt es einen Freiflug. Deswegen, ja, lieber nicht. Und die Axt, ja, ich habe hier ziemlich wenig mit Holz zu tun. So, komm mal her. Spinni und tschüss. Yo. Das Schwert hat, das ist halt hier jetzt gerade richtig geil praktisch durch den Knockback. Wird man die Viecher halt ziemlich los. Glaube, das ist auch so eine Verzauberung, die ich dann bei dem Special Event drauf machen kann, damit ich mir, wenn ihr mir wieder so eine Horde draufpackt, damit ich mir die Horde ein bisschen trennen kann. Aber da bin ich jetzt gerade noch dran und dann nehme ich jetzt gerne auch Vorschläge entgegen. So, und dann zum Schluss dürfen wir dann hinterher die ganzen Fackeln hier wieder rauspopeln. Das ist halt das Geile bei dem Knockback, du verschaffst dir halt ein bisschen Freiraum. Ein Holzschwert ohne Verzauberung. Haha. Supi will mich schwitzen sehen. Aber der Bogen, der muss auf jeden Fall bleiben für den Wither. Weil ohne kriegst du den Wither nicht platt. Ich hab's ja gemerkt, da bin ich nur noch am Flitzen.
Und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ihr mich die ganze Zeit nur rennen seht. Ja, guten Morgen, Rick. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Bis auf halbes Leben mit Bögen. Und was mache ich dann, wenn er halbes Leben hat? Er kommt doch nicht runter in Schwertreichweite. Dann kommt er runter. Ah, okay. Gut, weil da, wie gesagt, mir fehlen noch die Erfahrungen. Ich habe dann dem Tag, ich habe gesagt, ich glaube, das war auch, habe ich, glaube ich, auch gesagt, es war ziemlich das erste Mal, dass ich in Survival einen Wither getötet habe. Weil ich hatte bisher immer das Glück, dass ich hier dass man hier auf den Grundstücken im City-Build den einfach spawnen kann und er macht keinen Schaden. Also was den Wither angeht, habe ich wenig Erfahrung. Durch todmüde. Was hast du denn gemacht heute Nacht? Du hast gut geschlafen, bist trotzdem todmüde. Warum machst du es nicht? Ah, hier haben wir das hier. Ja, ach so, ja, 2 Tage durch. Ja, da reicht einmal gescheit schlafen leider nicht aus. Dann ist der Körper trotzdem noch auf Sparflamme. Und Rick, du bist leider auch nicht mehr so ganz der Jüngste, oder? Mit zunehmendem Alter merkt man das immer mehr. Weiß, wovon ich spreche. Ich merke es auf jedes Mal. Ich merke es jedes Mal, wenn ich auf einer LAN-Party war. Da kriege ich das immer wieder zu spüren. Früher hat man die ganzen 3 Tage LAN-Wochenende durchgezockt. Heutzutage bist du froh, wenn du eine Nacht überlebst. Dann machen wir das hier raus. Ne, warte mal. Ich will das nicht anklicken, ich will hier einfach nur austauschen. Und die Schalker hier hinten. So. Ja, war fies. Ich baue eine Insel. Eine Insel. Mit 2 Bergen und tiefen, schwarzen, blauen Meer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Text geht. Auf jeden Fall soll es eine ausgehöhlte Insel sein. Da kommt hinterher, die wird ungefähr so hoch, wie die Monsterfarm hier wird. Und dann kommt ein Deckel drauf. Und da werden die kompletten Farmen werden unterirdisch werden. Der One Block wird unterirdisch sein. Und hier innen drin möchte ich Redstone-Lampen hochgehen lassen. Immer wieder so hoch, ganz wirr, mit so Verzweigungen. Und die werden alle mit Redstone gesteuert. So dass es wie ein schlagendes Herz. Oder wie Blut, was durch Adern gepumpt wird. Und der One-Block dann relativ in der Mitte, der ist dann das Herz der ganzen Angelegenheit. Ja, da habe ich viel vor. Ganz kurz den Rollladen runter machen. Außen ist schneeweiß alles und da reflektiert es so brutal. Ich habe lieber hier meine eigene Lichtsteuerung, dann weiß ich, dann kann ich selber gucken, wie hell ich bin, wie gut ich ausgeleuchtet bin. Habe ich auf jeden Fall noch einiges vor mir, ja.
Ich habe auch noch eine Weile vor, für euch hier zu streamen. Guardian Farm geht nur, wenn man in der Nähe ist. Dann kannst du doch einen AFK-Platz einrichten. Ah, ich auf Skyblock. Ah, okay. Der Skyblock habe ich keine Ahnung von. Also sprich, dass da nichts spawnt, wenn du nicht dabei stehst, oder wie muss ich das verstehen? Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Dann machen wir das gleich mal, würde ich mal sagen. Huh? Würde sagen, ich ziehe hier, zimmer hier noch die Ebene rein. Und dann wird es Zeit, dass ich mich mal bei Skyblock umschaue. Ah, stimmt, ich wollte ja noch meine ganzen anderen Vote Keys noch einlösen. Ich habe ja noch einen Vote Key bei Citybuild. Noch ein paar Vote Keys bei Citybuild zum Aufmachen. Ich glaube, bei Skyblock gibt es sie ja auch, gell? Rick baut fleißig Häuser in verschiedenen Farben. Hui. Sammelst du eigentlich die Super Mario-Köpfe hier auch? Nur Citybild. Ah, okay. So. Ich dachte mal, ich frage mal nach. Unsere Suppi, die Sammlerin. So. Okay, das Lager kriegen wir doch nicht mit rein integriert, so wie es aussieht. Genau das wollte ich nicht. Das hier außen dann. Nee, hast du recht. Eigentlich kann ich hier auch noch eine Ausbuchtung anfangen. Eine große. Ja, theoretisch schon, ja. Aber die obere Insel soll eh aufgeschluckt werden. Aber ja,
Die Idee hatte ich auch schon mal gehabt, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Na, meine Mizis sind beide am Schlafen, oder? Ja, beide machen Haier. Also, dass wir hier gucken, dass wir hier ein bisschen mehr in die Breite gehen. Weil ich hatte eigentlich überlegt, das Ganze so ein bisschen mehr dann hier rüber zu ziehen, weil hier haben wir dann viel Freifläche. Weil obendrauf auf der Insel soll eigentlich nur ein Haus stehen. Nur ein Haus, ein paar Hügel, Wasser, ein kleiner See, ein Wäldchen, wo dann auch meinetwegen die ganzen Viecher spawnen können, bis zum Umfallen. Und das hier alles. Der One Block, hier die Miner Farm, das Lager, die Monster Farm und die Eisen Farm, das soll später alles hier unten drin sein. Ziemlich kompakt. Beziehungsweise die Monster Farm, die überlege ich mir eigentlich gerade komplett unten drunter zu machen, sogar unter die Insel noch. Weil die ist schon ziemlich klobig. Ja, und hier auf diese ganzen Flächen kommen dann irgendwann mal noch Slabs drauf, dass da keine Viecher drauf spawnen können. Weil genau, die Monsterfarm, die haben wir jetzt fast sogar mit drin. Von der Fläche her. Mal ganz kurz. Aber die Insel so verbreitern, müsste es ja gehen. Dann nimmt er die mit, nimmt mal die mit rein. Dann ist das Lager auch noch mit drin. Hier wird es so ähnlich sein, da geht es auch noch mit rein. Ja. Also so ähnlich war es gedacht. Wir werden auf jeden Fall viel Stein brauchen. Und wenn jemand Langeweile hat und mitbauen möchte, habe ich auch kein Problem damit. Weil da sind wir, da bin ich auf jeden Fall noch eine halbe Ewigkeit mit beschäftigt. Da ich ja eigentlich so gut wie nichts offstream hier mache, weil wenn ich am PC bin und am Zocken bin, bin ich eigentlich auch am Stream.
Wird es halt eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind. Auge juckt. Dann Schrick, was machst du heute so in deiner letzten Urlaubswoche? Ja, das stimmt. Rom hat auch länger gebraucht wie einen Tag. Ja, ich habe mir nur gedacht, das gestaltet sich für euch irgendwann mal ziemlich langweilig, mir hier beim einzelnen Steine placen zuzuschauen. Nicht so viel bisschen erholen. Ja, dann solltest du weniger die Nächte durchmachen. Das wäre vielleicht mal ein Anfang für deine Erholung. Beziehungsweise dich dann nach der durchzechten Nacht wenigstens wieder hinlegen, wenn das eigentlich dein Plan ist, wieder in deinen Nachtrhythmus zurückzukommen. Dann solltest du halt danach auch schlafen. Merk gerade, ich habe noch meinen Dingsbums an. Wie heißt die Mod? Womit ich meine Brightness hochstellen kann. Fällt's gerade nicht ein. Immer diese Brain Lags immer mal wieder, das ist nervig. So. So. Das war hier hinten dann eher gerade hochgehen und hier dann, weil hier hinten haben wir jetzt eigentlich nicht gerade hoch, ein bisschen gerade, weil hier hinten haben wir jetzt schon ziemlich viel Freifläche dann.